Recht herzlich willkommen zur 168. Folge von City Skylines. Recht herzlich willkommen und wir sind wieder drin im Spiel und schauen mal, was wir hier machen können. Leertaste gedrückt. Wir haben letztes Mal zugesehen, dass wir, noch Gebiet gemacht haben. Wir haben hier noch ein bisschen Rüden, ein bisschen Blau. Das Gelbe haben wir noch gemacht auch. Es kommt Zuwachs, 122. Wir verdienen 24.000. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nur, wir haben da leider noch 22 Millionen Miese stehen. Das ist nicht so gut. Gut, dann gucken wir mal hier rein. Obwohl, das haben wir letztes Mal, glaube ich, auch gemacht. Ja. Die sind alle ausgeschaltet. Der entleert sich. Wir können das mal gerade hier anmachen, dann sehen wir das viel besser, ne? Mördert. Genau. Die beiden werden entleert. Die werden dann auch abgeschaltet. Hier ist einer, der benutzt werden kann. Hier hinten sind die meisten schon abgeschaltet und die anderen entleeren sich. Gut, das bedeutet, wir müssen den dann mal angucken. Diesen hier, den können wir dann wieder aktivieren. Dann läuft es auch wieder. Gut, dann ist das auch genug erstmal. Oh, hier ist ja ein schöner Stau, ne? Kommt noch ein Zug hinterher. Und keiner weiß, wer zuerst fahren soll. Oder wie sehe ich das jetzt? Ach so. Hä? Warum fährt der nicht? Das ist ja sehr eigenartig, oder? Und da ist noch einer am Fahren. Nö, das ist mir jetzt unerklärlich, warum das nicht geht. Ach, der fährt in die Richtung. Der fährt in die Richtung. Und dann klappt das nicht. Jetzt geht irgendwas, weil sich der da stand, aufgelöst hat. Und jetzt haben wir hier das gleiche? Nee, doch nicht. Hier, diese Züge, die hier links umfahren, die machen das Problem. Okay, aber das ist jetzt dann, ja, so weg. Gut, okay. Hätten wir jetzt sowieso nichts dran machen können, höchstens was abreißen, ne? Gut. Läuft auf jeden Fall, ne? Jo. Was können wir tun? Das ist die Frage. Wir gucken erstmal nach so Sachen wie Strom. Ist genug da. Wasser. Geht. Müll. Müllverarbeitungsstatus, ja. Haben wir denn irgendwo ein paar Dingens ausgemacht? Die können wir nur angucken, wenn, ne? Ja, jetzt ist das. Nee, das lassen wir mal so machen. So, nee, das ist jetzt hier doof. Das will ich dann doch nicht. So, nochmal aus. Und jetzt da nochmal rein. Jetzt wird das ja auch passend angezeigt, oder? Wo war das jetzt mit unser... Wir haben die Karte irgendwie gedreht. Ah, da oben ist denn... Aha, jetzt bin ich hier voll verwirrt, weil ich irgendwie anders unterwegs bin, ne? Ich glaube, jetzt haben wir unsere Blickrichtung richtig. Genau, jetzt finde ich mich auch wieder zurecht. So, hier, die sind an. Hier ist nirgendwo was. Da sind, glaube ich, noch welche. Immer hier oben. Der kann wieder laufen. Und der da ebenfalls. Gut. Okay. So, hier sind irgendwo noch. Ah, hier sind sie. Ah, da ist noch einer. Gebäude brennt. Auch schön. Ist die Frage, wann die Feuerwehr kommt. Wahrscheinlich gar nicht, ne? Hm. Das Gebäude sehe ich ja nicht, dass es brennt, oder? Doch, da jetzt sieht man es, okay.
Hier gibt es keine Feuerwehr in der Ecke, oder? Feuerwehr, Feuerwehr, wo ist die Feuerwehr? Gute Frage, ne? Da. Ja, ist ganz schlechte verseuchte Ecke hier. Ist alles schlecht verseucht, ne? Da ist die Feuerwache. Tja, dann wird das wohl abbrennen. Da kommen wir wohl nicht drum rum, leider. Polizeiwache, Gebäude ist abgeschaltet, okay. Kleidungs GmbH. Kleidung, das ist ja auch kein Dingens, ne? Jo. Hat das jetzt geklappt schon oder brennt das noch? Haben es wohl überlebt, wa? Okay. Ich war jetzt von ausgegangen, dass das abfackelt und wir nichts dagegen tun können. Ja. Gut. Das hier sind ja keine. Das war Industrie, ne? War jetzt daneben geklickt. Gut. 20.000 Leute kommen dazu, aber irgendwie kommen wir trotzdem nicht über die 60.000. Hm. Hier waren wir stehen geblieben, ne? Gucken wir da. Das ist ja schon noch einigermaßen in Ordnung auf jeden Fall. Bildung. Grundschule. Ja, Grundschule ist am schlechtesten. Müssten wir gucken, können wir da noch was in unserem Budget verändern? Ne, Richtlinie war falsch daneben. Aber dann kann man nur die Schule komplett hochheben wahrscheinlich, ne? Ja, da machen wir mal 1% mehr. Das ist so gut wie nix, ne? Machen wir mal tagsüber 80% Grundschule. Da müsste ja eher drin sein, ne? Gut. Was haben wir denn hier noch eigentlich? Achso, das sind nur einzelne Auflistungen dann, ne? Einnahmen aus Wohngebieten. Gewerbegebiete, Industrie. Einnahmen hier. Die Busse fahren leichtes Minus ein. Die Züge fahren richtig Minus ein. Und die Schiffe auch. Vielleicht sollten wir das... Auf jeden Fall die Schiffe sollten wir vielleicht beenden da. Was bringen die uns, ne? 5 Pfund hier und 2.900, ne. Das ist schon mal eine gute Idee, dass wir das gesehen haben. Ich glaube, das hier ist der Passagierhafen, ne? Ja. Zack, aus. Dann fährt da auch kein Schiff mehr hin. Jetzt nochmal da rein gerade. Jetzt haben wir aber noch Ausgaben. 2810 haben wir noch einen zweiten Hafen. Könnte natürlich auch ein Durchschnittswert hier sein, ne? Der langsam erst fällt. Warte mal, aber auf der anderen Seite könnte hier auch noch irgendwo ein Hafen sein, oder? Ne, das ist aber ein Frachthafen. Personenbeförderung. Ja, das war's dann. Ich glaube, wir haben nur den gehabt. 2460, das fällt jetzt runter. Ich gehe davon aus, dass es eine Durchschnittsangabe ist und dass, wenn die Zeit gekommen ist, fällt das komplett raus, ne? Gut. Ja. Wird immer weniger. Ich gehe davon aus, dass es bald null ist. So. Das haben wir schon geregelt. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Da war ja auch noch der Zug, ne? Der war ja auch noch so schlecht am Abschneiden, ne? Das hier. Das ist die Busse. Das müsste die Straßenbahn sein und das müsste die U-Bahn sein, ne? Die Busse sind knapp
am Limit. Da würde ich gar nichts dran ändern. So ein bisschen kann man akzeptieren dann, ne? Müsste man vielleicht doch noch optimieren. Taxis. Naja, 225 Miese, da kannst du auch mit leben, aber das kosten die auch schon, ne? Aber hier, das sind 6000, das ist ziemlich viel hier, die Züge. Bahnstation hier. Bahnhof. Und das sieht die Züge erlauben. Unterhalt 480. 274 werden hier bedient. So, jetzt müsste man wissen, wo die anderen sind, ne? Kann man das hier irgendwo sehen? Das sind sie, ne? Zuglinie 2 und 3. Machen wir mal zu. 60, 16, 0. 162 und 88 sind da drin. Ist die Frage, ne? Wenn man hier drauf geht, ob nur Tag macht, ne? Wann fahren die denn dann? Morgens um 5 schon los, wenn die zur Arbeit wollen? Jetzt haben wir nochmal die Zuglinie. Das ist die zweite Linie. Ja, da fahren ja noch weniger mit, wa? Da können wir ein Fahrzeug nehmen. Bei dem anderen, wie wir waren da. Jetzt da nochmal reingucken. Ja, waren auch zwei, ne? 140, da wären 100. Hier wäre zu überlegen, ob das Sinn macht, dass da zwei fahren. Tja. Der hat 4 Haltestellen, der hat 3 Haltestellen. Die Vierer. Der eine ist jetzt eingemottet, ne? Jetzt müsste man gucken, wie sich die Bilanz dann ändert dafür, ne? Geht natürlich jetzt hier schon runter. Der 6 ist schon runter. Der Zug, der kostet ja auch zu viel. 2160, der wird es nicht weniger bei den Schiffen. Ausgaben. Wofür ist dann noch bei den Schiffen eine Ausgabe? Das ist aus. Kostet uns eigentlich nichts mehr, ne? Nein. Frachthafen. Ist die Frage. Wie kommt das mit dem Dingens Frachtschiffen zustande. Gebäude ist abgeschaltet, ja, ja. Fünf pro Woche steht da. Null pro Woche, klar. Das ist vorbei. Zwei pro Woche, null pro Woche. So, Touristen und sowas sind das okay. Linienübersicht. Zug, aktiv, Schiff. Wasser ist es okay, aktiv, inaktiv. Wie sehe ich, dass das Gebäude so aussieht oder was? Wahrscheinlich, ne? Hm. 2160, weniger wird nicht, keine Ahnung. Gesamtprofit. Hier ist es wieder auf 6, also auch wieder mehr geworden.
Das kann man nicht weniger machen. Aber wie kann ich das loswerden? Den Hafen abreißen oder was? Gute Frage, ne? Steuern? Ne, da wollen wir nicht hin. Fenster aufrufen. Ja. Keine Ahnung, wie das läuft. Wofür wir da was bezahlen. Nur wenn, dann können wir auch, naja, bringt's auch nicht. Ist ja schon wenigstens ein bisschen billiger geworden, ne? Hab ich denn irgendwo noch was? Ne. Schiffe können ja nicht weiterfahren, nur bis dahin. Hier war nichts, ne? Ne, das war nur da. Mehr ging da nicht. Das kostet 800, wenn du das anmachst. Weiter um 160 hat sich nicht geändert. Ja, gut. Schauen wir mal. Die Taxistände. Wie sind die denn unterwegs? Ach, die kann man nicht anklicken, ne? Sieht man nicht. Das ist nur so. Vielleicht funktioniert es vielleicht nicht. Können wir hier irgendwelche Erlasse machen? Stromverbrauch, Wasserverbrauch, Verteilung von Rauchmeldern, Haustiefe, das seitliche Aufruf, Parks und Erholungs, kontrollierte Drogenkonsum, kostenloser Nahverkehr. Nein, das kann man sich leisten. Die Schule ist aus. Harte Gefängnisstrafen, Zusatzisolierung. Kein Strom fürs Heizen, nur Strom fürs Heizen. Steuererhöhung für geringe besiedelte Wohngebiete. Steuererhöhung, Steuererhöhung, Steuererhöhung für Bürogebäude, Steuerentlastung für geringer besiedelte Wohngebiete. Steuerentlastung. Lasst uns auf den Putz hauen. Weil. Stadtplanung. Planung für Industrieflächen, Hightech-Häuser. Hochhausverbot. Verbot für starken Verkehr. Förderung des Fahrradfahrens. Okay. Fahrradbahn auf Gehsteigen. Nicht mit mir. Und Altstadt. Okay. Hört sich cool an, aber... bringt uns jetzt gerade nicht wirklich was weiter. Ja. Wir haben tatsächlich schon über 60.000. 26 laufen da rein. Das ist irgendwie noch ein bisschen komisch, dass das mit dem Budget so läuft. Ich würde das Gebäude fast schon abreißen. 2.000 sind verdammt viel Geld. Aber naja, Buslinien 1774. Ja, das mit dem Zug, das ist echt hier schlecht, ne? Können wir die auch stilllegen eigentlich, ne? Aber was ist, wenn wir die stilllegen, ist doch das gleiche in Grün dann auch wieder, ne? Bringt uns auch nicht so ganz so viel, oder? Lass die Linie mal. Die Bahnhöfe bezahlst du trotzdem, ne? Was machst du da? Hier sind jetzt Dreier, ne? Ich fahre ja auch bestimmt so richtig doof durch die Gegend, ne? Kommt jetzt der Zug reingefahren, oder? Mit 100 Passagieren.
Der da müsste das sein, ne? Ja. So, ausgestiegen sind welche. 88 sitzen noch drin. So, da fährt noch einer. Ich glaube, wir machen das mal auch. Und dann schauen wir mal, ob das ausverkauft ist oder nicht. Achso, Quacke. Jetzt wollte ich... Jetzt muss man da mal hinkommen, ne? Kommt man nicht. Spiel fortsetzen. Das mit dem Fenster ist richtig doof gemacht, dass das so ist, ne? So, Zuglinie. 3. War das jetzt der? Der hat jetzt 31 Passagiere da drin. Da stehen aber 146 jetzt gleich an der Bushaltestelle. Aber ob die alle für den sind, ist die nächste Frage. Müssen wir mal gucken. Aber der ist jetzt gerade am Bahnhof angekommen, ne? Sehe ich den natürlich nicht, ne? Ist auch cool, ne? 161. Da sind 233, werden aber schon weniger, weil die schon keine Lust mehr haben zu warten, oder wie? 240, da bleiben auch noch welche über dann. Ja, es gehen immer welche hin und her, ne? Ach, das ist hier, okay. Die warten hier auf dem Zug. Und der kommt nicht. Ja, doch, jetzt kommt er gleich. Aber das werden noch nicht mal Dingen, sag schon. Die passen ja nicht alle rein, weil die alle aussteigen wahrscheinlich, ne? 244, ja, 4 bleiben stehen. Die sind doch tatsächlich alle ausgestiegen. Und 240 fahren jetzt weiter. Respekt. Jo. Gut, ich glaube, damit müssen wir uns in der nächsten Folge dann noch befassen. Ich gehe davon aus, dass wir da noch was optimieren müssen. Hier 240 ist voll, war jetzt zu überlegen, den zweiten Zug dann noch einzusetzen. Die Kosten sind natürlich auch da. Die muss man dann auch sehen. Das machen wir mal gerade noch einmal auf. Ja, das wird dann auch nicht viel weniger sein, ne? Muss mal schauen. Okay, dann sage ich aber erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.